Für das heutige Paintball-Giganten-Interview habe ich mir keinen geringeren als Maurus Bernsten rausgesucht. Er spielt zurzeit für Breakout Spa und ist 2014 mit Coming At Ya deutscher Meister geworden. Was war dein erster Paintball-Markierer? Das Ding hieß Genesis. VL, glaube ich, weiß ich nicht. Blowback, 150 Euro, irgendwo aus dem Internet. Was war deine erste Turnierplatzierung? Ich glaube, es war vierter oder dritter Platz, DPL, Landesliga 2003 oder West, Region West auf jeden Fall. Wann hast du das letzte Mal im Wald gespielt? Ich war auf einem Big Game 2010, da mussten wir damals dort ein bisschen arbeiten, da haben wir dann auch eine Runde im Wald gespielt. Okay. Was denken deine Eltern über Paintball? Am Anfang, also meinem Vater war das relativ wurscht und meine Mutter hat am Anfang, fand es ganz schrecklich, weil wir aufeinander schießen. Dann haben wir sie mitgebracht, dann hat sie gesehen, dass da doch nette Leute am Start sind und seitdem findet sie es gut. Was vermisst du am deutschen Paintball? Eigentlich nicht wirklich was. Ich finde das Format gut, wie es im Moment gespielt wird. Ich hoffe, dass es beibehalten. Dieses M500 finde ich blöd. Gute alte Zeiten. Ich finde, es ist eher besser geworden. Vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren haben die deutschen Teams untereinander, gab es nur Zank. Und es gab viel Gehate, das ist meiner Meinung nach besser geworden. Und ich finde es okay, so wie es ist. Okay. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich jetzt sagen? Meinem 18-jährigen Ich? Ja gut, ich war 18 oder 19, als ich angefangen habe. Ich bereue es nicht, es war eine schöne Zeit. Ich meine, wenn ich meine Kumpels sehe zu Hause, die jedes Wochenende in dieselbe Disse, in denselben Club irgendwie da ein bisschen feiern gehen. Ich bereue es nicht, ich finde es cool. Ich habe eine schöne Zeit mit meinem Bruder gehabt, die hätten wir sonst so nicht gehabt und deswegen ist es cool. Ganz schwere Frage, Urlaub mit der Freundin oder eine Paintball-Saison für Lau spielen? Urlaub mit der Freundin, sonst gibt es auf die Nase. Was war dein letzter Deadman's Talk? Mein letzter Deadman's Talk, da wurde ich sogar, das war auf der Bundesliga, bevor, ich glaube, war an dem Tag, als wir deutscher Meister geworden sind. Ich wurde getroffen, bin rausgelaufen und habe meinem Frontspieler im Vorbeilaufen noch sagen wollen, wo der andere ist. Und ein Marshall hatte große Ohren und dafür gab es dann das One for One, ja. Wirst du mit deinen Kindern irgendwann Paintball spielen? Bestimmt, bestimmt. Okay, ich danke dir. Danke dir. So.